Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal für ein neues Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr neu hier seid, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Ich habe heute diesen, wie ich ihn mal ganz cool nenne, Ginger Spice Make-up-Look für euch geschminkt. Einfach so im Weihnachtssinne schon ein bisschen. Und ich liebe es, wie der Look geworden ist. Und ich hoffe sehr, ich kann euch damit ein bisschen inspirieren. Und ich habe sehr, sehr viele PR-Produkte dafür verwendet. Also Sachen, die mir zugeschickt wurden. Und ich bin immer super dankbar für PR. Ich freue mich natürlich, wenn mich Marken anschreiben, die ich auch sehr, sehr gerne mag und einfach fragen, hey, hast du Bock, unsere Sachen zu probieren? Wir schicken dir ein Paket, ein paar neue Sachen kannst du testen. Und nur, dass ihr wisst, ich werde dafür nicht bezahlt. Die Sachen werden mir ohne Bedingungen zur Verfügung gestellt. Also ich bin frei, darüber zu sprechen, wie ich möchte. Und ich werde euch auch immer meine ehrliche Meinung sagen. Aber ich freue mich natürlich immer, wie gesagt, total über PR, weil YouTube ist letztendlich mein Hobby, es ist nicht mein Job. Also damit verdiene ich nicht den Großteil meines Geldes. Das heißt, ich habe auch nicht ein Riesenbudget, um mir ständig neues Make-up zu kaufen und das alles für euch zu testen. Und das ist natürlich für mich super hilfreich, wenn ich auch was zugeschickt bekomme und es dann euch so vorstellen kann. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, heute gibt es viel PR-Produkte und ich hoffe sehr, das Video gefällt euch, inspiriert euch und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und los geht's. Und zwar hat mir Purish einmal diese wunderschöne Palette hier zugeschickt. Das ist die Clientele-Palette von Jar Makeup Artist und Be Perfect. Ich habe diese Palette auch gemacht und dachte so, mega. Die ist so, so schön. Das sind ganz, ganz tolle Farben dabei. Ich finde, die Zusammenstellung ist super, super schön. Es sind Schimmerfarben dabei, ein bisschen mehr glitzerige Töne, matte Farben. Und ich finde die Farbzusammenstellung unheimlich schön und gelungen. Also es sind natürlich super schöne Weihnachtsfarben dabei mit diesem ganzen Gold und Rosé. Und besonders dieser Bereich hier hat mich sehr angesprochen. Ich meine, es gibt natürlich auch ein paar richtig coole Farbakzente, womit ich auch definitiv nochmal was machen werde. Wahrscheinlich in einem Instagram-Video oder so. Und ich möchte mich aber heute so auf diese vier Farben hier konzentrieren, weil ich dieses Ginger Spice so ein bisschen im Kopf habe. Dieses warme, fast orange-stichige Gold, das so als Akzent zu setzen, finde ich richtig, richtig schön, gerade für Weihnachten. So, wir fangen natürlich mit den Augen an, bei so einem aufwendigen Make-up. Und ich bereite aber trotzdem meine Haut vor. Hier nehme ich von Fenty Beauty den Soft Silk Hydrating Primer, den ich immer noch sehr mag. Nichts Neues hier. Ich mache außerdem meine Fenty Beauty Lippenpflege drauf. Die mag ich auch total gerne. Immer noch. Alle Lippenprodukte von Fenty Beauty sind einfach der Shit. Wirklich. Also, es gab noch nichts, was ich von Fenty Beauty für die Lippen getestet habe, was mir nicht richtig krass gut gefallen hat. Also, ja. Da muss ich erst noch was finden. Ich glaube, es gibt nichts, ehrlich gesagt. So, zum Primen meiner Augenlider nehme ich meinen Too Faced Born This Way Concealer. Ich habe gerade keine Lust, meinen Eyeshadow Primer zu holen, ehrlich gesagt. Bin faul. Hab ihn vergessen. Und ich gehe einfach mit einem Foundation Pinsel von It Cosmetics. Das ist der Heaven Deluxe Number 6. Über meine Augenlider. Dann geht das nämlich alles rucki-zucki. So, ich starte als Übergangsfarbe mit der Farbe Sandy. Das ist dieses mittlere Braun hier. Und auf einem großen, fluffigen Pinsel trage ich das jetzt in meine Lidfalte auf. Ich habe übrigens überlegt, dass ich heute mal wieder eine Cut Crease mache. Habe ich schon ewig nicht gemacht. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Ewig. Die Farben sind super pigmentiert, lassen sich ganz easy ausblenden. Ach, schön. Ich habe schon natürlich ganz viel geswatcht, als ich die Palette bekommen habe und dachte so, ach geil. Mich richtig, richtig drauf gefreut, die zu benutzen. Ich habe einen Code für euch bei Purish, weil mir die Palette ja wie gesagt zugeschickt wurde und den blende ich euch hier unten ein. Da bekommt ihr 20% Rabatt. Soweit ich weiß, müssten 20 sein. Wenn ich eine Cut Crease schminke, dann mache ich das Auge immer sehr, sehr rundlich. Das ist einer meiner Lieblingslooks und einer meiner Lieblingstechniken, weil es die Augen einfach so schön groß macht. Also ich ziehe es wirklich nicht hinten raus, sondern es bleibt wirklich in dieser eher augenöffnenden Form. Es geht nach oben. Das Auge wird groß. So, mit einem kleineren Pinsel gehe ich jetzt in die Farbe Dirty Tan. Ihr seht, die ist sehr ähnlich, aber nochmal einen Tick intensiver, einen Tick dunkler. Und damit verstärke ich das Ganze jetzt. Und meine Cut Crease ist super wichtig. Einfach nochmal für euch als Info. Ich weiß, ganz viele von euch wissen das schon, aber das ist einfach wichtig, die Farbe intensiv im Innenwinkel aufzubauen, weil das ist der Teil, wo dann eben die Cut Crease hinkommt. Ich mache die immer nur so halb auf dem Auge und dadurch braucht man wirklich viel Farbe und Betonung im Innenwinkel, damit man die dann nachher auch wirklich gut sieht, die sich absetzt. Dann blende ich einfach mit meinem großen, fluffigen Pinsel nochmal was drüber. Dann als nächstes gehe ich in die Farbe Boy. Das ist dieses wirklich intensive, dunkle Rotbraun. Ach, die sieht so schön aus. Und es ist, wie auch schon bei den anderen Be Perfect Produkten, die ich bis jetzt probiert habe, und der Artist Palette, die ich auch habe, die mir geschickt wurde, super einfach zu arbeiten mit den Farben. Es lassen sich super ausblenden. Es ist richtig easy.
Ich kannte Be Perfect ehrlich gesagt gar nicht, bevor mir Purish quasi gesagt hat, hey, hast du Bock, das mal auszuprobieren? Und ich das durch die quasi entdeckt habe und ich bin echt begeistert. Das sind richtig, richtig tolle Sachen. Gerade die Lidschatten, mega. So, und auch hier, wir sind wieder kleiner geworden mit dem Pinsel, wie immer. Also die intensivste Farbe jetzt quasi, die dunkelste, baue ich mit einem ganz kleinen Pinsel auf. Also ganz klein ist er nicht. Der MAC 221. Und ich tupfe die Farbe im Innen- und Außenwinkel sorgfältig auf und blende sie dann leicht nach oben in die anderen Farben, sodass wir immer noch gut sichtbar den Verlauf haben, aber dass die Farbe auch intensiv aufgebaut wird und diese Vertiefung entsteht. Bei diesen intensiven Looks muss man echt immer Geduld haben und die Farbe Stück für Stück aufbauen. Ist ein bisschen mühsam, keine Frage. Aber sieht halt auch geil aus am Ende. Ich werde aber auf jeden Fall nochmal einen super simplen Weihnachtslook für euch machen, der keine Stunden dauert, sondern einfach irgendwie, ja, schön und weihnachtlich ist und aber wirklich einfach umzusetzen und schnell geht. Da werde ich mir auch was Cooles überlegen. So, wir kommen zum Cut Crease Part. Hier nehme ich wieder meinen Too Faced Concealer Born This Way und meinen Lieblingspinsel für sowas. Und das ist der MAC 242. Ein flacher synthetischer Pinsel in dieser Schaufelform, sage ich mal. Mit dem geht das wunderbar. Und damit gehe ich jetzt hier drüber und gestalte meine Cut Crease. Falls ihr das noch nie gemacht habt, das ist ein bisschen mühsam am Anfang, sage ich mal. Man muss sich dran gewöhnen, muss ein bisschen probieren, sich rantasten. Nehmt auf jeden Fall nicht zu viel Concealer, baut den lieber gut auf. Und guckt immer wieder in den Spiegel, also geradeaus. Wie sieht es aus? Wo muss die Cut Crease letztendlich hin? Es ist natürlich schön, wenn ihr sie ein ganz kleines bisschen über eure natürliche Lidfalte setzt, weil ihr dann nochmal diesen augenöffnenden Effekt bekommt. Allerdings wirklich nur minimal. Und gerade wenn ihr diesen oberen Teil macht, also hier diesen sehr wichtigen Bogen, nehmt lieber immer nur die Reste vom Pinsel und arbeitet euch damit Stück für Stück vor, weil wenn ihr natürlich sehr viel Concealer am Pinsel habt, kann es schnell passieren, dass ihr mal über diese Linie hinausschießt und die immer größer wird und also diese Fläche immer größer wird. Deswegen ist es hier einfacher, quasi mit den Concealer-Resten zu arbeiten und euch so da ranzutasten und diese Bogenform auszumalen sozusagen. So, der Concealer wird jetzt natürlich nicht gesettet, sondern der bleibt so, weil er dadurch richtig schön klebrig ist. Also nicht richtig klebrig, aber ihr wisst, was ich meine. Man kann auf jeden Fall ordentlich Lidschatten draufhauen und der hält gut, kommt intensiv pigmentiert raus. Und ich nehme die Farbe Hotspot, dieses schöne rosa, warme Gold. Ach, liebe es. Und ich überlege gerade, ich mache ihn, glaube ich, erstmal so drauf und dann schaue ich, ob ich ihn nochmal nass mache für mehr Intensität. Und damit fülle ich jetzt quasi hier meine Cut Crease auf. Okay, ich finde, man muss den jetzt tatsächlich ein bisschen aufbauen, damit er richtig intensiv rauskommt. Und ich werde ihn, glaube ich, auch definitiv nochmal nass machen. Ah, was eine geile Farbe. Ich liebe solche Farben. So, was ich dann abschließend hier oben mache, ist, dass ich die Farbe Bronzy nehme. Ihr seht, die ist ein gutes Stück dunkler als Hotspot. Und die gebe ich jetzt hier in diesen Übergang zwischen Matt und diesem Schimmerton, damit es einfach richtig schön ausläuft. Damit es nicht so von Schimmer zu Matt direkt übergeht, sondern dass man so ein bisschen so einen leichten Verlauf hat mit einem noch dunkleren Schimmerton. Also den tupfe ich hier einfach wirklich schön vorsichtig drauf. In den Verlauf. Gereimt. Ich wusste, dass ich diese Palette so richtig mögen würde und ich wusste, ja, es freut mich, dass es jetzt so bestätigt wurde, dieses Gefühl. Also ich bin richtig, richtig happy mit den Farben, wie die performen, wie die aussehen, wie die sich verblenden lassen. Einfach toll. I like it. Sehr schön. Vielen Dank an Purish. So, und jetzt kommt ein ganz schwerer Teil, nämlich ich muss mich entscheiden, welche Wimpern ich nehme und ich habe von Adele ein Paket bekommen. Mit mega vielen geilen Wimpern. Es gibt nämlich 3 limitierte Styles im DM ab 8. Dezember von diesen geilen Foaming Lashes. Von denen bin ich ja schon ganz lange Fan. Und dann haben die mich angeschrieben und gefragt, ob ich nochmal ein paar probieren will. Und ich so, ja, natürlich, her damit. Was es außerdem geben wird, ist dieses süße Set hier. Hier ist eine
Foam Mink Mascara mit drin und einmal die 811 Foam Mink Lashes und es ist noch ein kleiner Kleber drin. Das finde ich richtig cool, dieses Set, auch zum Verschenken. Stelle ich mir richtig cool vor. Ich habe außerdem noch diese wunderschönen hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also, ich hole die gleich mal aus der Verpackung raus. Es sind die 817 Foam Mink. Die sind eigentlich perfekt für meinen Look, weil die in der Mitte am längsten sind. Also da haben die am meisten Schwung und am meisten Länge, wie gesagt, was natürlich für so ein Augen-Make-up sehr, sehr gut ist, weil wenn ich jetzt Wimpern nehme, die außen so richtig voll sind, hat es wieder mehr diesen Cat-Eye-Effekt und das wollen wir ja nicht. Aber die sind auch cool. Das sind die Remy Lashes von Adele. Keratin Infused Taper Tips. Kann mich nicht entscheiden. Kann mich nicht entscheiden. Oh, die sind schon nice. Ich glaube, ich nehme die Foam Mink 817, weil die einfach sehr gut zu meinem Augen-Make-up passen. So, die Wimpern sind drauf. War super einfach. Man spürt die auch kaum. Die sind so leicht. Das ist richtig angenehm. Und ich lasse jetzt erstmal trocknen, bevor wir die Augen weitermachen, beziehungsweise fertig machen, machen wir die Haut. Und hier nehme ich einmal von Charlotte Tilbury die Airbrush Flawless Foundation. Ich habe die Farbe Nummer 5 Neutral. Schon lange nicht mehr verwendet, wird mal wieder Zeit. Foundation Pinsel, hier nehme ich den Cosmetics Heaven Deluxe Flat Top Buffing Foundation Pinsel. Das ist die Nummer 6. Ich mag den total gerne, weil der so riesig ist. Und der Vorteil dabei ist, dass man super schnell ganz, ganz viel Fläche abdecken kann. Also man kann sich super schnell damit einfach mal schminken. Also das Gesicht ist zack, zack, ready. So, meine Seite schon gemacht. Und dadurch, dass die Foundation halt echt deckend ist, braucht man davon auch nicht sonderlich viel. Man ist ruckzuck fertig. Was ich auch an der Charlotte Tilbury Foundation so mag, damit brauche ich eigentlich keinen porenauffüllenden Primer, weil die total schön das Hautbild verfeinert. Also gerade diese großporigen Bereiche, bei mir ist es um die Nase und auf der Nase, die werden damit so schön soft und weich und wunderbar. Das ist was, was ich sehr bewundere an dieser Foundation und sehr schätze. Für Concealer, Too Faced Born This Way, what else? Gebt mir doch mal bitte ein paar Tipps, was für Concealer ihr richtig geil findet. Ich muss mal was Neues probieren, weil ich weiß, dass ich nehme halt immer den, weil er mich so derartig überzeugt und ich den so, so gut finde. Aber ja, ich möchte natürlich auch mal was Neues probieren für euch. Gebt mir doch mal einen Tipp, was ihr bei Concealer, also welchen ihr richtig geil findet, egal ob Drogerie, High-End. Was ist denn euer Lieblingsconcealer? Schreibt mir das mal bitte unten rein, weil ich nehme halt immer den gleichen, weil ich ihn so mega gut finde und er einfach so gut für mich funktioniert, dass ich, ja, ich probiere immer wieder neue Sachen so über die Zeit verteilt, aber irgendwie hat mich halt keiner so überzeugt wie der. Übrigens, dieser wunderbare Pinsel ist auch von It Cosmetics, der Effortless Precision Brush, und der läuft so schön spitz zu, deswegen ist der so geil für Concealer. Wo ich es ja immer mit den Fingern mache, aber seit ich den habe, wechsle ich da immer so ein bisschen. Gerade so zum direkt erstmal auftragen ist der so, so schön. Und den gibt es in so einem Set, da ist auch, den habe ich euch bei Instagram gezeigt, so eine schöne Mappe dabei, mit der man das super mitnehmen kann, dieses Pinselset. Die ist richtig schön, die glitzert silber. Und auch also super zum Verschenken. Und die It Cosmetics Pinsel sind einfach so, so gut. Als nächstes nehme ich den Highlighter von NARS. Das ist dieser Stick in der Farbe Copacabana. Das ist ein relativ silbriger Highlighter. Also, obwohl eigentlich ist er eher neutral, so ein bisschen perlig von der Farbe. Und das wird sozusagen unser Base Highlighter, weil da kommt noch was anderes drüber. Aber mehr gleich. Dann setze ich die Foundation mit ein kleines bisschen Hourglass Puder. Aber wie ihr wisst, braucht die Charlotte Tilbury Foundation wirklich super wenig Puder. Also die ist einfach an sich schon sehr matt und sehr samtig. Das heißt, Setten mit Puder müsste man rein theoretisch nicht, mit trockener Haut sowieso nicht. Aber ich sette es so ein kleines bisschen. Ab im Bronzer, wie immer, Hourglass New Bronze Light, der hier, bis er komplett leer ist, benutzt wird. Und dann brauche ich einen neuen. Und damit gebe ich meinem Gesicht jetzt nochmal ein bisschen extra Wärme und Kontur. So, ich habe noch schnell meine Augenbrauen off-camera gemacht, weil es langweilig ist. Und ich nehme als Blush von MAC den Mineralized Blush in der Farbe Sweet Enough. Den mag ich sehr gerne. Ah ja, und mein Pinsel, den ich dafür benutze, ist der It Cosmetics Heaven Deluxe No. 8 Wand Ball Powder. Der ist so weich. Oh mein Gott. So ein schöner, also ja, es ist ein Puderpinsel, aber ich nehme so Pinsel eben auch super gerne für Blush oder Bronzer. Das funktioniert nämlich auch super gut. Weil die einfach nicht so viel Farbe aufnehmen, man das alles so richtig schön Airbrush-mäßig auftragen kann. Und ach, damit kannst du echt dein Gesicht streicheln. Das ist ein Traum. Lolle.
So, dann machen wir die Augen fertig und hier nehme ich von Urban Decay den 24/7 Glide-On Eye Pencil in der Farbe Double Life. Ihr seht, das ist auch so ein, ja, wie soll ich sagen, Bronze-Urban-Ton irgendwie. Und damit gehe ich jetzt erstmal einfach unter meinem Auge entlang am Wimpernkranz und blende das mit meinem Finger so ein bisschen rein. Ich will einfach was haben, wo der Lidschatten dran haftet, also wo der einfach länger hält dann. Dafür sind so Eyeliner natürlich super geeignet. Am besten natürlich in der passenden Farbe. Man könnte aber theoretisch auch schwarz nehmen oder ein dunkelbraun. Und das gibt dem Auge jetzt natürlich auch nochmal diese rundliche Form, wenn man das einmal komplett einrahmt sozusagen. Jetzt gehe ich mit meinem MAC 217, wo einfach noch ein bisschen Reste von der Farbe Dirty Tan dran sind. Und blende das Ganze nochmal so ein kleines bisschen aus und mache es rauchig. Außen gehe ich dann nochmal hier mit dem MAC 221 drüber, wo noch Reste von der dunkelsten Farbe dran sind. Weil die ja auch hier im Außenwinkel ist und deswegen ziehe ich die auch unten, aber wirklich auch nur am Rand so ein bisschen mit rein. Damit das farblich einfach alles gut koordiniert ist. Dann nehme ich hier diesen Pinsel von It Cosmetics, der ist doppelseitig, wie ihr seht. Und ich nehme hier die schmalere Seite, das ist der Effortless Dual Ended Shadow Brush. Und damit gehe ich jetzt nochmal in die Farbe Hotspot, in diesen Gold-Bronze-Ton hier. Mache den kurz ein bisschen nass. Und damit gehe ich jetzt hier nochmal am unteren Wimpernkranz entlang, damit sich eben auch diese schöne Farbe da wieder findet. So, dann benutze ich diesen coolen Highlighter hier. Das ist die Diamond Bomb von Fenty Beauty in der Farbe How Many Carrots. Und das ist einfach reiner Glitzer. Das ist wirklich ein Glitzer-Highlighter und ich finde den aber richtig, richtig cool. Ich habe schon ein bisschen was hier in meinem Innenwinkel aufgetragen vom Auge. Und ich finde den richtig schön. Es ist zwar wirklich Glitzerpartikel, aber irgendwie sehr subtil und trotzdem feiner. Also es ist kein grober Glitzer. Und ich finde dann zur Weihnachtszeit geht Glitzer voll klar. Ich trage auch ein bisschen was davon unter meine Augenbraue auf. Glitter, glitter, glitter. Dadurch, dass ich diese Base drunter gemacht habe, ist es jetzt nicht nur dieser Glitzer, sondern eine coole Mischung irgendwie. So, ich gehe jetzt noch einmal über mein Wimpernband mit dem Fierce Flicks von Ciate. Das ist so ein Flüssig-Eyeliner. Einfach, dass man den Kleber nicht mehr sieht. So, dann tusche ich meine Wimpern noch mit der Maybelline Lash Sensational in Extra Black. So, meine Lieben, das ist der fertige Look. Auf den Lippen trage ich was, worüber ich leider noch nicht sprechen darf. Das ist ein ziemlich großer Launch. Am 10. Dezember kommt der und ich werde euch auf jeden Fall bei Instagram darüber informieren. Also folgt mir da auf jeden Fall. Das ist nämlich echt was sehr, sehr Cooles. Und ich fand aber, dass die Farbe so gut zu dem Make-up gepasst hat und deswegen habe ich es jetzt schon mal drauf gemacht. Tut mir leid. Aber wie gesagt, 10. Dezember ist nicht mehr lange hin. Dann erfahrt ihr alles darüber. Ich liebe die Farbe. Ist so schön. Ach ja. Und ja, das ist der fertige Look. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen, euch inspiriert. Und ich hoffe, es geht euch allen gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich sehr, euch auch in meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.